So, meine Damen und Herren. Da geht's weiter. Mit der Federgewichtsklasse. Das heißt, jetzt haben wir noch drei Männergewichtsklassen, die jetzt noch vor uns sind. Mit denen kommt jetzt mitgerechnet. Und dann kommt die Frauenklasse. So. Sieht ein bisschen aus wie Jesus. Haben wir hier auch den Conor McGregor drin? Ja, genau. Dann machen wir jetzt hier. Und hier haben wir natürlich auch den Bruce Lee. Genau. Dann machen wir nämlich hier Conor McGregor. Jetzt haben wir nämlich das Startoutfit, was ihr kriegt. Und haben wir das Alter Ego Outfit, das wäre dann dieses. Das müsst ihr dann kaufen, dieses Alter Ego Outfit, das ist in irgendeinem der Pakete mit drin. Regulär habt ihr aber sonst nur dieses Outfit. Dann nehmen wir jetzt aber mal dieses Outfit. Und nehmen als Gegner jetzt wieder mal Brucey Doocy Lee. Gebürtig aus Dublin, Irland, Conor McGregor. Was ihn so gefährlich macht, ist seine Fähigkeit, einen Fight auf den Boden zu verlagern und oben zu bleiben. Viele Kontrahenten geben dann irgendwann einfach frustriert auf. Der Mann mit der Todeskralle betritt die Arena und begibt sich nun in Richtung Oktagon. Die Rede ist natürlich von der Martial Arts-Ikone Bruce Lee, die heute in der UFC für Furore sorgen will. Der legendäre Kampfkünstler wird vom Publikum frenetisch gefeiert werden. Da bin ich mir sicher. Mal sehen, ob er sich gegen seinen heutigen Gegner durchsetzen kann. Wir kennen ihn alle aus seinen Filmen, dass er hier heute ins Oktagon steigt. Jetzt hat eine Sensation. Ich kann es kaum erwarten, dass dieser Kampf losgeht. Und hier die Profile der beiden Anwärter auf den Titel im Federgewicht. Jetzt kommt die offizielle Vorstellung. Hier ist Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, the Notorious.
Conor McGregor! And now introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC featherweight champion of the world, Bruce the Dragon! Herb Dean ist das, der Schiedsrichter dieses Kampfes. Der Titel steht auf dem Spiel heute in Federgewicht. Los geht's. Schöner Kick von Lee. Ja, er kommt wieder hoch. Und dann landet er eine weitere schöne Kombination. Er macht das wirklich super. Er lässt seine Angriffe schnell aufeinander folgen und zielt auch immer wieder auf unterschiedliche Stellen, wodurch sein Gegner hier kaum Abwehr möglich hat. Conor McGregor ist einfach einer der besten Boxer in der UFC. Punkt. Oh, da hat er sich einen Cut auf der Nase eingefangen. Boah, was für ein Kampf. Gerade mal eine Minute rum und beide geben hier Vollgas. Ein offener Schlagabtausch. Sehr unterhaltsam. So kann das gerne weitergehen. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Sauberer Jab von McGregor. Und da ist der nächste Knockdown. Und jetzt ist der Kampf vorbei. Das war überragend, wie er diesen Kampf beendet hat. So ein K.O.-Treffer muss man erstmal landen. Da kommt die Wiederholung. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute 57 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and new undisputed UFC featherweight champion of the world, the notorious Conor McGregor! Ja, da ist Partystimmung da im Octagon. Nach einem tollen, einem grandiosen Fight ist er der neue UFC-Champion im Federgewicht. Ja, ein wirklich toller Fight in der Tat. Und ja, deshalb darf er sich heute auch völlig zurecht feiern lassen. So, und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, sage ich danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge.